hier sein können, aber Mona ist safe. Wir sind sehr froh, sie hier zu haben. Sie ist eine ägyptische Aktivistin und Bloggerin. Sie hat den Tahrirplatz in Kairo mitbesetzt, hat immer wieder für Al Jazeera gearbeitet. Sie war die Augenzeugin, das Gesicht. Wenn sie nicht demonstriert, protestiert und revolutioniert sozusagen, arbeitet sie an der Uni Kairo als Forscherin für Krebsbiologie und twittert regelmäßig zur ägyptischen Revolution. Herzlich willkommen. Dina Benjeni ist auch da. Sie zählt zu der einen der bekanntesten tunesischen Bloggerinnen. Sie arbeitet als Linguistin an der Uni Tunis. Berichtete während der Revolution immer wieder von Plätzen, wo wirklich scharf geschossen wurde, hat also immer wieder wirklich ihr Leben riskiert, um ihr Land, aber auch die ganze Welt über das zu informieren, was passiert ist in Tunis. Herzlich willkommen, wir sind sehr froh, dass ihr da seid. Dana Assad ist aus dem Irak zu uns gereist, er arbeitet seit 2009 als Online-Redakteur. Bildet dort auch Korrespondenten aus, also mit ihm können wir auch reden über die journalistische Ausbildung im Irak. Er arbeitete früher als freier Journalist für mehrere unabhängige kurdische Zeitungen und als Simultanübersetzung. Es wird sicher auch interessant sein zu hören, wie sich die Zeiten vor und nach dem Saddam-Regime verändert haben. Herzlich willkommen. Es war ein harter Kampf, er ist gerade erst wirklich eingetroffen, fast hätte er es nicht geschafft, er hat es aber geschafft. Er ist Journalist und einer der bekanntesten Blogger aus Belarus, wo, glaube ich, Journalisten nach wie vor sehr, sehr gefährlich leben. Er selbst bezeichnet sich als Anti-Journalist. 10 Jahre lang hat er bei einer Tageszeitung in Minsk gearbeitet und seit 2008 hat er einen Blog, in dem er die aktuellen Entwicklungen in Weißrussland der Welt mitteilt. Herzlich willkommen, schön, dass es noch geklappt hat. Und wie versprochen, bei aller Internationalität wollen wir nicht vergessen, den Blick auch nach, ich sage jetzt mal, ins gute Deutschland zu richten. Ohne Sie, ohne Johannes Stendler, wäre die Situation vielleicht nach wie vor noch anders. Er ist der Mitbegründer der Initiative Causa Gutenberg, hat den offenen Brief von Doktoranden an die Bundeskanzlerin Merkel mitorganisiert. Wenn er nicht dafür sorgt, dass das Kabinett umgebildet wird, promoviert Stemmler über die Zivilgesellschaft in strukturschwachen Regionen. Dabei sind seine Schwerpunkte unter anderem bürgerschaftliches Engagement und politische Theorie. Herzlich willkommen. Ich hatte mir das Panel so überlegt, dass wir die Chance ergreifen und uns vielleicht die ersten 40, 50 Minuten wirklich damit beschäftigen, was die Anwesenden erlebt haben. Wir reden immer viel, wir betreiben mit Monet den Metadiskurs, aber ich denke, wenn wir die Chance haben, wirklich mal live zu hören von denjenigen, die jetzt dabei waren, die Fragen zu stellen, würde ich gerne die Zeit nutzen und dann, wie vorhin auch, das Plenum für Ihre Fragen öffnen. Ich würde gerne mit Ihnen anfangen.